Hey, was machen Sie da? Terminal 70. Jetzt abonnieren, liken, kommentieren, okay? Danke. Here we go! Hi, servus. Moin. Fabio ist auch am Start. Mal zur Abwechslung wieder ein Flutlichtblock, ne? Haben wir ja so wenig gemacht. Ich glaube, wir sind echt die Top-Mannschaft, gell? Dass wir immer die Samstagsabendspiele bekommen, gell, Fabio? Ja, Flutlichtspiele. Es ist unser zweites Flutlichtspiel. Aber heute ist Revanche angesagt für die Hinspielniederlage. Die haben wir nämlich 4-3 verloren. Und wir waren sogar noch ein Video gemacht. Ja. Also dann hoffen wir mal, dass wir heute nicht so viele Tore bekommen. Eher welche schießen. Ganz, ganz wichtig. Also wir, gell? Schießen, ne? Wir. Ja, schon klar. Wer sonst? Ne? heißt es jetzt eigentlich Spielvereinigung Fürth oder Spielvereinigung Kräuter Fürth? Weil da war doch auch irgendwas in den Kommentaren beim Hinspiel. Ich glaube, die wollen immer mit Kräuter irgendwie. Ne? Na egal, der Fabio hat jetzt auch ein paar Fakten für euch. Dann hier. So, also Fakten zu Fürth. Die wurden 1903 gegründet. Vereinsfarben sind grün-weiß. Stadion. Kräuter Fürth. Krieg die Krise von dir. So, aber eins muss ich sagen, gell? Das Grün ist schon geil. Mir gefällt das. Also Grün war früher immer meine Lieblingsfarbe. Jetzt ist es blau-weiß. Hä? Wie ich genauso? Ich? Ja. Nachmacher, also, Nachmacher. Also Stadion ist Sportpark Ronhof, Thomas Sommer oder sowas. Und sie sind auf dem 5. Platz und wir auf dem 10. Alex, hast du denn deine Dauerkarte dabei? Die habe ich ja verloren das letzte Mal, gell? Aber der KSC war ratzfatz, gell? Also die ist schon gekommen hier. Ja, ist sie. Ja. Die werden jetzt immer schön eingepackt danach. So, jetzt gehen wir mal hoch in the Block. Das letzte Düsseldorf-Spiel, wo wir waren, hier flüchtig spielen, wollten wir uns T-Shirts holen. Gibt's hier, was war das für ein T-Shirt, Fabio? Hier mit dem Bus durch ganz Europa? Ja. Machen wir zwar schon lange nicht mehr, aber vielleicht ist mal wieder so weit, wollten wir uns holen, war eine mega Schlange. Jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt welche kriegen. Oh, Fabio, zeig mal das T-Shirt. Zeig mal. Cool? Yes. Und dann haben wir noch heute. Ja, was haben wir denn heute, Fabio? Choreo. Ja, also, dann sag doch hier. Okay, soll ich vorlesen? Entschuldigung, das ist ein Interview. Was gibt's denn heute? Sorry, ich bin neu in der Szene. Okay. Heute gibt's ja Choreo, dreiteilig. Wir sind gespannt, ne? So, dann haben wir jetzt den Michael getroffen. Michael, ja. Genau, der Michael möchte auch mal einen Tipp abgeben, ja? Ich sag 2-0 für Karlsruhe. Also, pro Tor 2-0. Ein Bier, gell? Ja. Auf deine Worte. Viel Spaß, ja. Der Block von Fürth. Ja. So, dann kommen wir mal zur Aufstellung hier. Es ist wieder die gleiche Aufstellung wie in Lautern. Ja. Der Budu, Budu und Schleusner auf der Bank. Und der Burnic bedient Vanicek wieder. Oder Matanovic. Ne? Vanicek ist in der Startaufstellung. 4-2-3-1. Entschuldigung. Was gibt es? Wie viel? 11. Nee, nur mit dem Torwart gibt es 11. So, 10. Die Mannschaften sind jetzt alle reingegangen, jetzt geht's gleich los. Da kommen wir schon in die Form. Countdown läuft, Junge. Ich bin müde. Gehen wir heim? Ja. Nein. Hier ist das Paradies. Mein Vaterland, du Ehrenberg in Deutschland, Deutschland, frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf.
Uhr zum Anpfiff im Willy-Wagrill-Park. Schön, dass ihr alle da seid. Samstagabendspiel, bestes Wetter. Und heute geht es gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Hier ist der Willy-Wagrill-Park. Direkt erste Freistoßsituation für Fürth. Thank you.
in der ersten Halbzeit.
muss jetzt mal kurz hier am Spiel übernehmen. Bitte schön. Klar! So andersrum, gut. Andersrum. Achso, okay. Yeah.
ganz wichtige 3 Punkte und vor allem auch verdiente 3 Punkte, oder Fabi, wie siehst du das? Auf jeden Fall. Also wir haben es jetzt gerade noch, also in der zweiten Halbzeit war phänomenal, verdient gewonnen, Fürth hat gar keine Chance mehr gehabt. Wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen, wenn ihr auch bis jetzt geguckt habt, also genau bis zum Abpfiff, ja, bis jetzt, wo wir jetzt gehen, ja, dann müsst ihr das Video kommentieren mit Marvin. Okay, wir müssen den Marvin wieder aufbauen, dass der da wieder sicher wird. Heute war nicht sein Tag, deswegen Marvin, alles Gute. Okay? Dann sehen wir uns im nächsten Spiel gegen Magdeburg. Magdeburg. Und das ist ein Mittagsspiel, also endlich mal kein Flutlichtblock. Kein Flutlichtblock. Also macht's gut, bis dann. Ciao. 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 Ja, ich glaube, wir lagen sogar in Führung, gell, vorher. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Spiel am... Scheiße. Ich weiß nicht, wann das ist. Okay. Dann sehen wir uns... Gegen Magdeburg im Sonntagsspiel. Ja, macht's mal voll. Dann sehen wir uns im nächsten Spiel gegen... Bitte gehen!